Auch deutsche Innenstädte spüren den Einfluss von Amazon. Das sagen zumindest Leute, die was vom Handel verstehen. Beschleunigt der Internetriese das Siechtum? Wie sieht Amazon das? Wir stimmen der Grundannahme Ihrer Frage nicht zu. Sehen Sie sich beispielsweise die Meinung des bekannten, angesehenen Brancheninsiders Professor Dr. Gerrit Heinemann von der Hochschule Niederrhein an. Machen wir. Mit ihm waren wir eh schon verabredet. Mein Name ist Gerrit Heinemann, ich leite das eWeb Research Center der Hochschule Niederrhein und bin Handelsexperte. Aber der Professor sagt nicht das, was der Konzern gern hören würde. Im Gegenteil. Es gibt heute schon viele Klein- und Mittelstädte, wo wir vielleicht noch Versorgungsfunktionen haben für den täglichen Bedarf, aber eigentlich nicht mehr richtig einkaufen können. Vielleicht wird Amazon irgendwann der einzige Händler und Anbieter sein, bei dem man kaufen kann, weil es sonst keinen mehr gibt. Wir haben es mit einer Feuerwalze zu tun, die man ganz deutlich am Horizont sieht. Und da muss man mobilisieren. Das reicht nicht, einfach nur die Fenster zuzumachen. Leerstandsquoten sind die Folge. Wir haben in Klein- und Mittelstädten zum Teil bis zu 40% Leerstandsquote und mehr. Und das nimmt weiter zu. Das ist die Folge.